Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon Schild hier in Score City. Wo rennt der hin? Rennt der hier nur im Kreis rum? Ja, ich glaube, der rennt hier nur im Kreis rum. Wie langweilig. Jedenfalls, wir wollten uns ein bisschen in der Stadt umsehen. Wenn wir das mal tun. Damit du dich nicht in Score City verläufst, raten wir zu Gebrauch von öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie den städtischen Flugtaxis zu machen. Joy-Con. Verkehrsmittel wie städtisches Flugzeug, sonst nur wie den Monorail zu machen. Da liegt Süßes. Hinder. Erstmal das hier. Ein Grassamen. Gibst du dem Pokémon gibst du den Samen einem Pokémon zum Tragen, setzt es ihn ein, wenn Grasschild aktiv ist und erhöht er seine Verteidigung. Ein Sonderbonbon. Ja, dankeschön. Was gibt's hier? Gegen Pokémon, die das Wetter verändern, setzt sich am liebsten Pokémon mit hoher Initiative ein. Roy liebte seine Kämpfe mit Sandsturm zu beginnen. Der bestimmte Pokémon könnte ultimative Attacken nennen. Möchtest du, dass ich einem deine Pokémon als solche beibringe? Ach, das sind die wahrscheinlich Aqua-Hau-Blitze und Fauna-Statue und Lure-Kaunade. Das sind Attacken, die ziemlich stark sind, aber nur von den Starter-Pokémon gelernt werden können. Okay, das ist das Stadion. Das sieht man, glaube ich, schon. Was haben wir hier? Terreslarado, echt super. Aber versuch doch nächstes Mal etwas entschlossener zu sein. Guten Tag. Oh, wie ich sehe, hast du ein Smart Rotom und ein Fahrrad. Da weißt du bestimmt schon, dass Rotom gerne verschiedene motorische Geräte schlüpft, oder? Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann kämpfe gegen mich und meine Rotom. Okay. Du wirst gleich Bauplätze starten. Ich zeige dir, wie vielseitig Rotom sein kann. Da sind wir sogar im Vorteil gegen, denn Rotom im Rasenmäher hat den Typ Elektro-Pflanze. So. Welches Rotom kommt jetzt? Das ist eine Waschmaschine? Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Au. Der ist halt reingehauen. So, Level Up für Black. Schon wieder? Meine Güte. Ja, warum nicht? Der Ofen. Ja, das hat ja kein Geisttyp mehr. Treffen auf Normalattacken. Das ist nämlich ganz interessant, sobald Rotom in eins der Geräte schlüpft, verliert es seinen Geisttypen, das normalerweise hat. Als normales Rotom ist es nämlich Elektrogeist. Aber Rotom ändert doch seinen Typ und seinen Attack, wenn es die Form wechselt. Das macht es aber nicht unbesiegbar. Du hast all meine Rotom besiegt. Bei dir ist dieser Katalog besser aufgehoben. Ein Rotom-Katalog. Ein Katalog, der Rotoms Lieblingsgeräte auflistet. Mit diesem Katalog kann Rotom in Geräte schlüpfen und sie wieder verlassen. Mit dem Rotom-Katalog kann Rotom in verschiedene Haushaltsgeräte hineinschlüpfen. Es kann natürlich auch jederzeit wieder heraus. Wie praktisch, dass das jetzt ein Basis-Item ist. Vorher musste man immer in so einen extra Raum gehen, wo die Geräte halt standen und Rotom musste dann da reinschlüpfen. Es kann zwar wehtun, wenn einem so deutlich vor Augen geführt wird, dass der Gewinn, wer der Gewinner und der Verlierer ist.
Aber es ist doch eine gute Chance, sich ein Bild von der eigenen Stärke zu machen. Die sehen nur so ein bisschen psychisch krank aus. Ich suche nach einem Multineva. Hast du zufällig eins? Ja, tausche es bitte gegen mein Duradlon. Nein, ich habe keins. Was haben wir hier? Ich habe keine Zeit, meine Bücher im Regal noch einmal zu lesen. Deswegen freue ich mich stattdessen an den Erinnerungen, die hochkommen, wenn ich mir den Punkt die Buchrücken ansehe. Geht mir ähnlich, Junge, geht mir ähnlich. Wenn ich es schaffe, beim Finale auf den großen Motor im Stein zu erscheinen, wird das mein weltweiter Durchbruch. Hä? Ich halte hier alles sauber, damit die Blumen besser zur Geltung kommen. Gott, wie viele Häuser gibt's denn hier noch? Ich denke, dass ein Pokémon sich erst dann richtig entwickelt, wenn es mit Menschen zusammenlebt und viele neue Freunde findet. Okay. Ich hoffe, das Knapfe lebt noch eine Weile. Es gibt immer mehr Trainer, die den Champ kämpfen sehen und dadurch richtig angespannt werden. Das macht die Kämpfe viel aufregender. Wenn das Turnier und der Poké-Cup losgehen, wenn der Champ-Cup losgehen, kommen Menschen und Pokémon von überall her. Das ist wie ein großes globales Fest. Und das setzt aus. Meine Eltern arbeiten beide als Liga-Angestellte. Deswegen sind sie nie zu Hause, wenn der Champ kämpft. Und ich langweile mich hier. So doof. Ist hier was drin? Ne? Wir können ja mal dafür sorgen, dass du einen extra Platz kriegst, ne? So, aus der ersten Reihe zu gucken und so ist doch auch geil. So, mal kurz heilen. Dankeschön. Moment, gibt es hier im Bahnhof noch irgendwas? Ein Riesenrad, puh. Ich hab's noch nicht so mit Tönen. Ich will eine Rundreise durch die ganze Galarie hier machen. Was gibt's da Besseres, als ins Riesenrad zu steigen? Guten Tag. Hier entlang geht es zu der berühmten Monorail-Haltestelle von Scott City. Die Monorail dreht immer zu ihrer Kreise in Scott City. Einfach toll. Oh. Man muss also die Monorail nehmen, wenn man den Rosé-Tower erreichen will. Meine Pokémon stehen total auf Musik. Gefällt ihnen ein Song, sind sie nicht mehr zu halten. Im Stadion bin ich so auf die Kämpfe fixiert, dass ich einfach nichts essen kann. Deshalb futtere ich jetzt schon mal was. Verständlich. Mal davon abgesehen, dass das Essen im Stadion wahrscheinlich eh überteuert ist. Aber so wie ich das hier sehe, ist hier wahrscheinlich alles überteuert. Ich meine, das hier ist mehr oder weniger eine Touristenstadt. Wo kam das her? Von da kam das her. Ich höre, hast du die Arena-Mission des Claw-Stadions bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Das wahre Settlement hat sich erweitert. Hoffentlich ist was für dich dabei. Ach, das ist der Supermarkt. Ach, jetzt gibt's doch Genesung und so. Na, ich schätze, wir sind noch einigermaßen gut ausgerüstet. Sollte zumindest reichen. Hi. Ich habe nur noch das Score-Stadion vor Augen. Da geht's dir wie mir. So geht's schneller. Guten Tag, ich muss hier mal durch. Platz da. Balduin, mein Freund. Hey, ich bin's, Balduin. Du schaust aber verträumt aus der Wäsche. Tja, da weiß ich auch genau den richtigen Ball für dich. Bitte sehr.
Ein Traumball. Ein Ball, in dem sich schlafende Pokémon leichter fangen lassen. Mit dem Traumball lassen sich schlafende Pokémon auch leichter fangen. Dieser Ball war schon darauf eingesetzt zu werden, wenn man über Pokémon verfügt, die Hypnose oder Gena beherrschen. So faszinierend war schon alles in einem Pokéball steckt, oder? Aber ich finde schön, dass sie den Ball einen neuen Effekt gegeben haben. Alter, darf ich mit deiner Trainerin reden? Dankeschön. Endlich ist es soweit. Die Arena stellen zwar hart, aber wir vier haben uns bis zum Vorturnier durchgebissen. Den Sieg werde ich jedoch nach Hause tragen. Ich werde gegen den Champ kämpfen. Er ist Nummer 4. Hopp, Mary, wir und Betis? Wenn der ist auch eigentlich disqualifiziert worden und durfte er wieder einsteigen. Du bist Challenger Sefi, richtig? Wir haben deine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber trotzdem überprüfen, ob du alle Orden in deinem Besitz hast. Ich bin sowas von bereit, endlich vor allen Leuten gegen dich zu kämpfen. Betis wurde ja letzten Endes disqualifiziert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wie auch immer, komm Sefi, lass uns in den Wartebereich gehen. An alle Trainer, die die Arena-Challenge bestanden haben, das Vorturnier fängt gleich an. Bitte begebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Entschuldige, aber hier haben nur befugte Personen Zutritt. Okay, dann nicht. Dann wollen wir mal sehen, was da so alles abgeht, ne? Aber ich find's ja cool, dass man die Liga gegen so ein Turnier getauscht hat. Das macht viel mehr Sinn. Ich will nicht kämpfen, ich will Pokémon wechseln. Ich glaube, wir bleiben so stehen. Mir war schon immer klar, dass du es schaffen würdest, alle Orden zu sammeln. Ich wusste, dass du das Vorturnier erreichen würdest. Es gibt viel, wovor ich hier kämpfe, weißt du? Für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt Spikeford, um mir auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich will ich mir den Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Aber, also nimmst du nicht übel, wenn ich dein Team gleich hart, aber herzlich nach Hause schicke. Und damit geht's mit Kampf Nummer 1 los. Okay, Pader. Okay, wir sind bereit. Ich werde dich ohne Gnade bekämpfen und der neue Champ werden. Wir wechseln. Erstmal setzt der Mondgewalt an. So. Was kommt jetzt? Naja, bietet sich für uns eh an zu wechseln. Felinara ist von Folterknecht getroffen und kann daher Mondgewalt nicht zweimal hintereinander einsetzen. So, nehmen wir Bohrschnabel. Bohrschnabel ist effektiv. Können wir Feli wieder einsetzen. Ich wollte gerade sagen, ist das schon ein letztes? Nein, ist es noch nicht. Au. So, das war ja Mopeko.
Mit Irokex werden wir locker fertig mit Flinara. Wie gesagt, Irokex ist doppelt schwach gegen Phil. Und verdient das Level-Up für Feli. Und Level 41 für Crow. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist sicherlich ungewöhnlich. Meine Fans stehen bei mir. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ach, das ist bestimmt die letzte Entwicklung von Baymon. Da müsste es immer noch Unlicht federn, dagegen ist wenigstens immer noch Mondgewalt immer noch neutral. Mein Bruder pfeift zwar darauf, doch um zu gewinnen, setze ich voll auf Giga-Dynamax. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Oh, das ist sogar sehr effektiv. Tja, das war ein kurzer Kampf. Tja, das hat sich dann erledigt. Und Level 50 für Wildfire. Gute Arbeit, Feli. Hast du fein gemacht. Verloren. Aber immerhin verstehe ich jetzt besser, was euch zu so einem tollen Team macht. Bei ihr tut es mir tatsächlich leid, sie zu besiegen. Alle Blicke hier im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Zu hören, wie das Publikum meinem Team und mir zujubelt, war einfach das Größte. Ich habe verloren, daran lässt sich nichts ändern. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was wert. Und jetzt werde ich selbst zum Zuschauer. Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir zusammen mit meinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anders, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit, das Feld zu räumen. Bis dann. Hey, Sefi! Wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei deinem Match wurde mir eben klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch total unter Strom, seit sie deinen Sieg gesehen haben. So, dann haust du mal weg, Hopp. Entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade erst von deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Hopp endete schneller als erwartet. Er hat einen überwältigenden Sieg errungen. Bitte begib dich zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Oh, das ging ja flott. Womit hat er mal angefangen? Ich möchte Plek nach vorne. Was mache ich denn? Ich wollte Plek nach vorne setzen. Und damit sollten wir typenmäßig eigentlich ganz gut klarkommen. Ich musste gerade an den Beginn unserer Reise in Fuglongham zurückdenken. Delion hatte uns beiden gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit eingelöst und jetzt schnappe ich mir den Sieg. Der kann von Glück reden, dass Betis disqualifiziert worden ist und hätte der doch bestimmt wieder gegen den verloren. Er fängt mit seinem Zwollock an.
So, let's go. Unser Kampf bei mir im Garten ist kein Vergleich zu einem Match im Stadion. Ich glühe förmlich. Dann wollen wir das Stadion mal rocken, wa? Oh, es kann sein Kopfschuss. Das ist effektiv. Eine Psychoattacke. Dafür ist aber wahrscheinlich wenig Schaden gemacht. Wie findest du das? Ich habe einiges aus Dejons Kämpfen gelernt. So, es wird zwar lock. Gegen Relax nehmen wir wieder Crow. Das hat bis jetzt ja immer ganz gut funktioniert. Ich glaube, wir haben keine einzige Kampfattacke, ne? So. Oh, ist kein Hammerarm. Süß. Naja, es ist ja auch nur neutral. Wir haben ja noch den Flugtyp, der uns schützt. Aha, daneben. Na, gibt's einen Trank? Kein Trank? Jetzt bin ich aber leicht enttäuscht. Oh, welcher Typ hatte der Igel jetzt noch? War der nicht Wasser? War der nicht irgendwie Wasser-Elektro oder so ein Scheiß? Denn auch, ich erinnere mich daran, dass der beim letzten Mal Blubsch reingesetzt. Also wird er höchstwahrscheinlich Wasser sein. Na, machen wir es so. Also viel Gegenwehr zeigt er hier bis jetzt nicht, ne? Oh, giftig ist effektiv. Ist der vielleicht ein Wassergift? Das könnte durchaus sein. Ein Volltreffer. Jetzt geht's erst richtig los. Vergiftet. Er könnte auch Elektrogift sein. Wobei nein, dann wäre Samenbomben uneffektiv. Wenn Samenbomben neutral ist und dann giftig hat, muss es zumindest Wasser sein. Was ja damit passt, dass er letztens Blubsch reingesetzt hat. Kramor hat einen Stalltyp. Das wissen wir sehr gut, denn wir haben ein eigenes. So, erstmal den Angriff senken. So. Ich wusste, dass du auf effektive Treffer aus bist. Junge, was hast du für ein verkorkstes Team? Level up für Halloween jedenfalls. Ah, die zwei kennen sich ja schon. Ich und in der Klemme? Nichts da. So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand zählt dafür gleich doppelt. So. Ich schätze, da kriegt das Publikum an sich aber einen ziemlich guten Kampf zu sehen. Meine zwei Trainer, die gleichzeitig aufgebrochen haben, immer wieder angespornt haben. Die ihre, ich sag mal, Starter-Pokémon gleichzeitig erhalten haben. Die jetzt beide mit ihrem Starter-Pokémon kämpfen.
Lass all deine Wünsche raus, die in diesem Wunsch stecken. Zeit für Dynamax! Los, Dynaflut! Ach, übrigens, es fängt an zu regnen. Und Level für Mikkel. Verdient. So, gewonnen. Vielen Dank, Sefi. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Damit ist das Vorturnier beendet. Alle Trainer, die Arena-Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur die allerbeste unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und dieser Trainer ist Sefi! Ja, ich weiß, Sanja meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Helden gesehen. Du hingegen... Ist ja nicht klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Sefi, mein Glückwunsch an dich. Riffex und dein ganzes Team. Ich wollte sagen, was hat Riffex denn gemacht, aber das haben wir ganz oben im Team. Sefi, was für ein bewegender Kampf. Wir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen, habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruderherz. Du sagst es, Hopp. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sag es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner sein wirst, Sefi. Ja, Sefi, jetzt geht es richtig los. Ich bin total alle. Ich gehe erstmal mich im Hotel etwas entspannen. Davon solltest du aber noch Energie tanken, Hopp. Komm, lass uns alle etwas essen gehen. Können wir gern machen. Aber wehe, du willst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will was Ordentliches zu essen. So, das haben wir doch gerockt. Sefi, Challenger Sefi, einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Großartig. Wie jeder weiß, hat Delion, der Champ der Galar-Region, dir und Hopp eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hopp, den man gut und gerne als seinen Rival bezeichnen kann? Ich kann's kaum glauben. Verstehe. Und hast du etwas, was du Hopp gerne sagen möchtest? Er wird immer mein Rivale sein. Aha, verstehe. Du siehst ihn also auch als seinen Rivalen. Ganz unter uns. Denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen? Das fragen sie noch? Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen die ganzen unverschämten Fragen? Sefi ist total groggy. Außerdem sind wir schon mit meinem Bruder Delion verabredet. Also lassen sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch! Puh, als Promi hat man echt nicht leicht was. Bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Wahrscheinlich hat der sich wieder verlaufen. So sieht's doch aus. Einige Stunden später. Wo steckt der Jon bloß? So spät ist er sonst nie. Hat mich noch nie hängen lassen oder hält sich an und hält sich immer an jedes Versprechen. Ach, Champ ist er auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein.
Musst dir so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen. Da wäre sie nicht sicher gewesen. Ja, erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Dejan, klar? Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich in dem Outfit jemand ernst nehmen? Wow, wenn du immer nur aufs Äußerste achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und was den Champ angeht, der ist zum Rosé Tower gegangen. Wieso das denn? Keine Ahnung warum. Ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendetwas im Rosé Tower erledigen muss. Im Rosé Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rosé Tower zeigen? Sif und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch einen kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten träume ich zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Statten wir dem Rosé Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der Größte, Ness. Vielen Dank. Jetzt wird rangeklotzt und zwar so richtig. Tja, ich würde sagen, wir klotzen dann beim nächsten Mal ran. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Das Champ, den Champ Cup haben wir gewonnen. Beim nächsten Mal geht es dann hoffentlich wieder weiter. Mich würde es sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag wie immer, ciao.